Ja, heute schauen wir uns Mappen an, die hier im Studiengang Industrial Design angenommen wurden, damit ihr einfach mal einen Überblick bekommt, was man so alles in eine Mappe reintun muss und ja, was eigentlich so erwartet wird. Dazu sind sowohl Studierende als auch einige Professoren hier, damit ihr das Ganze mal besser sehen könnt. Gut. Ja, Tobias, dann zeigst du mal Ihre Arbeitsbeispiele. So, meine Mappe ist ja sehr digital geworden. Also ich habe alles erstmal am PC fertig gemacht und später ausgedruckt. Mhm. Ich habe jetzt mit einem Inhaltsverzeichnis begonnen, um ein bisschen den Inhalt zu gliedern, was wann kommt. Es gibt ein paar große Projekte und dann jeweils einzelne Bilder oder einzelne Seiten dazu, um das genauer zu erläutern. Das sieht jetzt schon sehr professionell aus, so geordnet, fast wie eine wissenschaftliche Arbeit. Ja, das ist ja untypisch. Inhaltsverzeichnis, das ist extrem strukturiert, aber Tobias ist nun mal sehr strukturiert. So, ne? Genau. Wir erwarten eigentlich ein größeres Format, aber in dem Fall hat es ja geklappt. Die Druckkosten konntest du gering halten. Okay. Papier. Aber ich habe schon geguckt, dass es ein vernünftiges Papier ist, gute Farben. Ja. So, im Wald ist mehr Biber. So, also mein erstes Projekt ist, beschäftigt sich mit dem Thema Hologrammprojektoren. Und ich habe ein paar kleine Prototypen gebaut. Man kennt hier die kleinen Pyramiden, die man so aufs Handy stellt. Mhm. Und das Ganze wollte ich ein bisschen professioneller machen, ein bisschen größer. Und nach den quasi ersten Prototypen, die man hier sieht, sieht man dann die erste Planung, die ich im 3D gemacht habe. Dass man also einen Hologrammprojektor hat, der, mit dem man interagieren kann, mit dem man arbeiten kann und der vor sich so eine Projektionsfläche hat. Und da auch von der Struktur her erstmal, was ich mir so für Gedanken gemacht habe, Interaktion, Ergonomie, dass man auf guter Höhe arbeiten kann. Für mich ist zum Beispiel gerade dieser Tisch hier eigentlich zu niedrig. Ja. Das heißt, dass man das nicht schön hochfahren kann. Und dann im nächsten Schritt geht es dann wirklich um den Bau. Das heißt, da wollte ich zeigen, dass ich das nicht nur mit C konstruiere, sondern das Ganze dann auch real umgesetzt habe. Das sieht unglaublich kompliziert aus. Wie lange hat sowas gedauert? Das hat circa ein Jahr gedauert. Ja. Also das ist jetzt keine Aufgabe, die man sozusagen in ein, zwei Wochen sich ausdenkt und so professionell präsentiert, sondern hier ist eine Arbeit, die schon lange... Genau, also die hatte ich auch also in der Schule über eine lange Zeit schon gemacht. Ja. Und ich fand das aber jetzt einen wichtigen Bestandteil von dem, was ich in der Schulzeit auch gemacht habe, aber nicht in den Schulfächern, sondern einfach zur Schulzeit für mich und weil ich Spaß daran hatte, dass ich das gerne zeigen wollte, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Hier geht es dann so ein bisschen um die Details, wie ich mir Gedanken gemacht habe. Also viel Thema Ergonomie, wie kann man mit dreidimensionalen Hologrammen interagieren, wie gestaltet man dann die Auflageflächen, um vernünftig mit der Maus arbeiten zu können, dass man da auch nicht drauf rutscht, sondern dass es dann vernünftig funktioniert. Und einfach so ein paar quasi der Details, einmal das Gesamte, und die einzelnen Details, die es am Ende ausmachen. Mhm. Dabei habe ich auch immer versucht, relativ wenig auf die Seiten zu packen und halt auch mal gleiche Farben zu lassen. Das heißt, hier auch die Farbe reduziert auf Grau und Schwarz und nicht zu bunt zu werden. Mhm. Wir sind natürlich hier in einem Komplexitätsniveau, da braucht man schon viel Text, um es überhaupt verständlich zu machen. Ja. Ich vermute, dass wir das, wenn wir die Mappen sichten, wir würden da gar nicht durchlesen würden wir das nicht. Da wäre vielleicht viel schneller, sind wir durchgegangen. Aber ich glaube, man versteht es auch trotzdem. Ja. Genau, da die Praxis, mit welchem Verfahren ich das auch hier gefertigt habe, um so ein bisschen zu zeigen, was alles da an Schritten notwendig sind, über Laserstrahl schneiden, fräsen, schreinern. Also das ist ein ganz besonderes Projekt, finde ich. In seiner Komplexität ist das schon was Seltenes. Ja. Ja. Okay. So, dann geht man weiter. Ein anderes Projekt, da ging es um das Design einer Lampe. Im Endeffekt, bei Lampen ist ja erstmal die Funktionalität im Vordergrund. Und das war quasi auch die Version 1, die einfach nur funktionieren sollte. Im Kasten vor einem Objektiv dran quasi. Und dann habe ich das Ganze mir überlegt, wie kann man dieselbe Technik unterbringen und noch verbessern und gleichzeitig auch noch schick gestalten. Und hier sehe ich für mich so eine gute Kombination aus Funktionalität und Design. Also am Ende hat man nicht mehr nur Kanten und Ecken, sondern man hat eigentlich einen guten Übergang aus zwei Hauptkörpern, einmal dem vorderen Bündelungspart und dem hinteren Lichterzeugungspart. Das ist halt so mein Ding, eine Mischung aus Funktionalität und Design. Also, dass es am Ende funktioniert, aber man trotzdem
das Gefühl hat, was Schönes in der Hand zu haben, was auch irgendwie gestaltet wird. Sie sagen, in die Hand zu haben, das sieht eher aus wie etwas, was irgendwie montiert wird. Für was ist denn das? Das ist tatsächlich für eine Messstation, um die Stickoxide der Autos zu messen zu können. Das hört sich gerade so an, als würde ich das im Wohnzimmer verwenden. Habe ich tatsächlich auch. Von da aus habe ich auch viele Sachen gemessen. Okay. Ja, aber, also was ganz Aktuelles. Was ganz Aktuelles. Und ja. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, dieses Projekt. Und da sieht man eigentlich auch nochmal ganz schön am Anfang die Planung im 3D. Dann diese 180 Einzelteile, die es dann gab, alle einzeln gefertigt. Das ist quasi die Übersicht der Einzelteile. Und das ist das Rendering. Das ist das Foto, was dann, also vom realen Produkt, oder hinter der Einsatz bei Nacht, wo man dann auch richtig sieht, wie die Lichtbündelung funktioniert. Das, also ich wollte zeigen, Anfang Idee bis zum fertigen Produkt. Hut ab! Können wir diesen Menschen noch was beibringen? Ja, also deshalb bin ich hier. Ja. Das vereint natürlich viele unserer Bewerber, dass die sozusagen intrinsisch motiviert parallel zur Schule oder so schon Projekte machen. Und dann ist natürlich die Mappe auch nicht mehr weit, dann dokumentiert man die einfach gut. Und schon sehen wir, das ist ein Erfinder, das sieht man. Wobei, was für mich schon eine große Herausforderung war, diese Mischung zu finden aus Technik, also die komplexe Technik runterzubrechen auf eine A3-Seite. Also eine Präsentation ist immer cool, jeden Punkt, den man hat, eine extra Folie, aber gerade dieses Runterbrechen auf dieses Format, auf wenige Seiten, das war schon, da habe ich schon viele Versionen auch gehabt, um später zu entscheiden, was sieht eigentlich gut aus. Für mich ein sehr gutes Beispiel über die Bandbreite, was wir in den Mappen alles gesehen haben, also fast künstlerische, fast dekorative Arbeit und hier eine hochtechnisierte, bis ins Detail durchdachte Arbeit. Ja, aber es ist genauso mit Lösung von ganz, ganz kleinen, einfachen Problemen oder eben Lösung von sehr komplexen Problemen. Alles fällt in den Bereich des Industrial Designs rein. Ja. Okay. Stark. Genau, und quasi also diese Lampe ist ein Bestandteil dieser gesamten Messstation hier. Also, da gehe ich mal schneller drüber. Ich habe mich dann auch noch beschäftigt im Rahmen dieses Projekts für die Schadstoffe halt mit speziellen Reflektoren. Was ich da sehr interessant finde, ist, dass viele Elemente, die einen technischen Nutzen haben, als Beispiel Reflektoren, die wir auch an Fahrrädern kennen, die haben ja alle so eine Pyramidenform, so ganz viele. Mhm. Und die haben ja auch eine interessante Textur, eine interessante Oberfläche, die man auch zu Gestaltungszwecken nutzen kann. Was mir auffällt, vom Design her, sieht das alles wie guter Instrumentenbau aus. Mhm. Ja, also Sie haben einen gewissen Look hier schon ins Design hineingebracht. Deswegen denke ich, Sie sind bei uns trotzdem richtig, weil das können wir hier sehr gut weiterentwickeln. Mhm. So, dann gehe ich mal. Genau, hier ging es dann um einen, im Rahmen eines Wettbewerbs, um die Konstruktion eines kleinen Formel-1-Autos, was mit einer Gaspatrone angetrieben wird. Und da ging es dann auch darum, Design auch hinsichtlich Aerodynamik zu finden. Also sich zu überlegen, welche Art von Design lässt sich umsetzen, um gleichzeitig aerodynamisch gute Werte zu bekommen. Und da finde ich, was das Spannende war, dass beides eigentlich sehr gut zusammenpasst, dass Aerodynamik auch meistens eine gute Form hergibt. Weil es eine Funktionsform ist. Ja. Wir haben ein Beispiel, das ist alles im CAD gemacht. Das ist eine starke Seite von Ihnen. Sie sind auch Autodesk-Trainer, Fusion-Trainer. Ich möchte die Bewerber bestärken, dass sie Handzeichnungen und das Denken, zeichnerische Denken und Entwerfen natürlich bei uns wunderbar willkommen ist. Und es ist auch klar, dass die Bewerber hier Begeisterung mitbringen, Neugierde mitbringen, das Erfindersein mitbringen, aber sie müssen nicht perfekt sein und sie müssen nicht die Welt aus den Angeln heben können. Das bringen wir ihnen dann bei und dann können sie das danach dann machen. Also machen muss man einfach erstmal Neugierde zeigen und einfach Dinge auf Papier bekommen. Genau. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr besondere Mappe, weil die sieht man so ja wirklich auch nicht in der Mappenberatung. Weil das ist ziemlich digitallastig, sage ich mal. Und eigentlich kriegen wir meistens von Mappen rein, die sind ja eher wirklich handgezeichnet. Und hier sieht man eigentlich wirklich sehr stark nur den Erfindergeist zum Beispiel. Dass sich eine Person sich sehr auf ein Thema spezialisiert hat oder das dann auch durchgezogen hat, alles durchgetestet hat und dass man da auch die Research-Phase dahinter versteht. Ja, bei mir ist es ja so, Handzeichnung mache ich ja auch am Anfang, um mir im Kopf so ein paar Dinge so klar zu machen.
Im Moment reicht es bei mir halt noch nicht, diese Ideen auch schön zu Papier zu bringen, aber das ist ja auch das, was ich hier lernen möchte. Das sage ich auch immer in den Noppenberatungen, dass man muss nicht perfekt zeichnen können, weil das lernt man ja auch hier in den Semestern. Also man sieht jetzt hier, ich habe auch ein paar Handzeichnungen gemacht, um dann halt gewisse, genau, Kugelschreiber, den hatte ich halt auch mal im Rahmen eines Projekts gefertigt und wollte einfach mal so die Einzelteile zeigen, was da alles drin steckt. Und man sieht, vielleicht ist das mal nicht so die schickste Sache, es ist mehr funktional, aber dann halt, oder mein Ziel ist dann auch später nach dem Studium, solche Dinge richtig schön klar aussehen zu lassen, dass die auch so einen Pop-Effekt haben. Was ist das für James Bond, der Kugelschreiber? Ja, jetzt hat das noch ein bisschen Geschosscharakter. Nee, ist tatsächlich, es war ein Projekt, wo wir mit relativ schlechten Maschinen gearbeitet hatten und mussten gucken, dass wir die komplexe Mechanik eines Kugelschreibers, die man normalerweise im Spritzgussverfahren herstellt, das aus Metall mit Fräsen und das mit auch relativ einfachen Fräsen oder Drehmaschinen. Also es ist ein Hintergrund, warum das so gestaltet ist. Genau, und aus dem Grund halt überall relativ dicke Wattenstärken und relativ einfache Formen. Okay. So ist das zum Beispiel zustande gekommen. Dann so mal ganz einfache Sachen, Handyhalter als Beispiel. Man kann jetzt sich überlegen, ob ein Handyhalter ganz schlicht sein soll oder ob der Handyhalter an sich einen gestalterischen Wert haben soll. Und hier ist jetzt der Handyhalter schon ordentlich im Vordergrund. Und da hatte ich mir auch Gedanken gemacht, wie könnte man den gestalten, dass er kippsicher ist, aber auch, dass er eine gewisse Größe hat, nicht verloren geht, sondern gegenüber dem Handy schon noch eine Präsenz hat. Vielleicht braucht man dann gar kein Handy mehr. Genau. Das wäre jetzt mal natürlich aus Rückblicken eine schöne Aufgabe zu sagen, wie könnte man die Idee Handyhalterung auf ein Minimum reduzieren. Ja, richtig. Ich meine, das ist natürlich schon echt eine Materialorgie, also sehr, sehr viel Material. Und genauso gut wäre es dann zu sagen, boah, wie wäre das Minimum? Ja, genau. Um es gerade eben so halten zu können. Genau. Ja. Okay. Gibt es noch einen Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel? Ja, genau, der kommt gleich. Der kommt gleich. Was ich gerne noch kurz zeigen würde, ist das Thema Pinzette. Also ich baue gerne selber Drohnen oder generell elektronische Sachen so zusammen. Und was mich eigentlich immer stört, ist, wenn man so eine kleine Pinzette hat, die zwei Spitzen hat. Man lötet, dann drückt man ja vorne quasi die Isolierung ein und dann sieht es immer sehr unschön aus. Und ich möchte eigentlich, dass es am Ende auch schön aussieht und nicht nur funktioniert. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn man eine Pinzette hätte, bei der die Greifbacken im Endeffekt zwei Halbschalen darstellen, dass man dann das Kabel greifen könnte, ohne diese Eindruckpunkte zu haben. Gleichzeitig habe ich immer noch so eine hässliche Lupe, die da drüber hängt, irgendwie, dass man die Lupe direkt heran integriert und quasi direkt immer davor, wo man zusammenkommt. Im Schärfebereich einstellen kann, genau. Wo man arbeitet. Sehr gut, ja. Dazu kommt die Tatsache, dass ich eine relativ schlechte Lampe habe, also es ist immer relativ dunkel. Und deswegen die Beleuchtung. Die genau, aber muss. Beleuchtung, dann würde das Ding hier relativ groß werden. Deshalb habe ich mir überlegt, nimm mal ein Glasfaserkabel. Damit habe ich neulich experimentiert. Wenn man jetzt hier die Lichtquelle hat, dann hat man hier ein Glasfaserkabel, leitet das Licht hier vorne rein und da strahlt es dann aus. Und da hat man eine sehr elegante, schlichte Lösung, wie man löten kann mit genug Licht. Das ist schön verstellbar und immer alles groß genug, damit man vernünftig die Lichtquelle erkennt. Man sieht schon, sie denken irgendwie an alles. Aber sie hätten dann quasi für jeden Drahtdurchmesser auch eine unterschiedliche Pinzette. Das ist richtig, ja. Aber es gibt ja gewisse Standards. Da müsste man eine austauschbare Backen. Genau. Da muss man noch ein kleines Werkzeug, wo man dann den Schrauben arbeitet. Genau. Ja. Oder halt flexibel ist, dass es sich so... Aber hier könnte man, für mich ist das, wäre das jetzt noch keine richtig gute Gestaltung, aber ja. Es wäre ein super Ausgangspunkt, wo man... neu ansetzen kann und daraus ein Produkt weiter optimieren. Okay. Ja. Cool. So, genau. Und dann kam das Thema Werkzeug. Ich habe mit der Zeit immer angefangen, immer mehr Werkzeug mir so zusammenzusuchen und zu kaufen. Und es wurde halt immer mehr. Und ich hatte meistens nicht gerade das da, was ich eigentlich brauchte. Und dann kam mir so die Idee, schafft man nicht so ein Multitool, mit dem man verschiedenste Köpfe von Schrauben rein und raus drehen kann. Dass man also nicht für jedes Einzelne etwas Einzelnes braucht, sondern wirklich eins für alles. Und mit diesem Ziel bin ich rangegangen, habe mir erstmal
quasi diese Schrauben hier rausgesucht. Und die wollen Sie alle mit einem Werkzeug erwischen. Genau. Natürlich, wenn es jetzt um Bereiche geht, wo die Schrauben extrem angeballert werden müssen, wo sie extrem fest sind. Da muss man natürlich dann normales, also das Standardwerkzeug verwenden. Ja. Aber für alles andere, wenn ich, habe ich überlegt, das Ganze mit so kleinen Sechskantstiften zu machen, die sich individuell rein- und rausdrücken lassen. Und somit kann man einen perfekten Formschuss erzeugen, um nahezu jeden Kopf dann greifen zu können. Egal, was für eine der Schrauben das jetzt ist. Also Sie haben praktisch damit realisiert, dass Sie viele kleine Angreifpunkte haben, die sich immer an die Form anpassen. Genau. Neulich habe ich von Festool einen Greifer gefunden, der tatsächlich auf dem ähnlichen Prinzip funktioniert. Gibt es aber schon ganz lange. Ja, ja, und das ist das, was mir auch so aufgefallen ist. Es gibt irgendwie schon alles. Genau. Und vielleicht kennt man das nicht. Ich war auf jeden Fall damals ganz happy, als ich diese Idee hatte. Ja. Und im Prinzip steckt das auch in vielen Werkzeugen drin. Also auch so ein Schablonenabnehmer, wenn ich eine Schablone abnehme, der arbeitet ja auch so, dass ich nur Punkte und dann habe ich die Schablonenkurve. Ne? Ja. Also hier ein gutes Beispiel, wo wir ein Grundprinzip auf eine Funktionalität bringen. Auch von solchen Sachen lebt die Firma Pearl. Ja. Farbigkeit stimmt ja. Ja. Ich war in der Zeit so Iron Man Fan. Ja, und da habe ich halt auch überlegt, Thema Griff knicken, wenn man den jetzt quasi lang hat, kann man halt relativ schnell drehen, braucht also das System mit der Ratsche, dass man in eine Richtung durchratscht und man die Hand nicht umsetzen muss. Oder halt, wenn man mehr Kraft aufwenden möchte, dann drückt man hier auf diesen Button und kann dann quasi diesen Handgriff umknicken, wie er jetzt hier ist, um dann einfach mehr Kraft zu haben, höheren Hebelarm. Ja, aber auch was ist noch ein schönes Beispiel von der Darstellung, dass sie einfach letztendlich so eine halbe Schnittdarstellung gemacht haben, dass man reingucken kann in das Produkt, obwohl es ja eigentlich sonst geschlossen wäre. Ja. Und das ist einfach also wie so eine museale Darstellung, wie man Technik erklärt, wenn es komplexer ist. Und die Anatomie sozusagen im Kontext des Körpers. Sehr gut. Ja. Super. Toll. Ja, das war ein kleiner Einblick in unsere Mappensichtung hier in der Uni Wuppertal. Und wenn ihr Fragen habt, kommt einfach vorbei und wir beraten euch gerne persönlich. Termine für die Mappenberatung gibt es auf unserer Webseite.